Höchstens die Designer von morgen, im Norden Tel Avivs. In Israels Schmiede für den Modenachwuchs. Hier präsentieren Studenten in einem Semesterprojekt gerade ihre Visionen jüdischer Hochzeitskultur. Mein Name ist Mark Vier. Ihr seid hier mit mir an der Hochschule für Technik und Gestaltung. Während meines Studiums habe ich auch Brautkleider entworfen, die zurzeit im Museum des jüdischen Volkes ausgestellt werden. Schön und düster. Wie in der orientalischen Variante eines Tim Burton-Films. Inspiriert wurde die junge Designerin von einem alten jüdischen Liebesdrama, Die Book. Eine unglückliche Braut verliebt sich in einen Totengeist. Ziemlich morbide. Mark Vier ließ die Geschichte zu Stoff werden. Die Menschen sollten den Hochzeitskram nicht überbewerten, sondern selbstbewusster werden. Wenn du dich in deiner Haut wohlfühlst, ist das immer noch das schönste Kleid. Erwachsen werden muss man in Israel schon vor dem Studium. Der Grund? Die Wehrpflicht. Manche zerbrechen an ihr, andere werden reifer. So, kannst du das hier mal für mich anprobieren? Dass ich zur Armee gegangen bin, heißt aber nicht, dass ich aufgehört habe zu zeichnen oder zu träumen. Das sind Sachen, die ich dann in meiner Freizeit gemacht habe. Und heute entwirft sie Kleider für selbstbewusste Frauen und schöpft aus Bilderwelten, die die Vergänglichkeit preisen. Den Bilderwelten der Gothic-Kultur. Warte mal, ich muss hier noch was abstecken. Dreh dich mal um. Wenn Tel Aviv ein Kleid wäre, wie würde es aussehen? Es wäre schön und hätte mehrere Lagen übereinander. Denn es geschehen hier so viele Dinge unter der Oberfläche. Das Kleid wäre wie eine Collage. Eine Mischung aus verschiedenen Materialien und Farben.